Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Razzien wegen Vorbereitungen eines Terroranschlags. Pazderski zieht sich vom Parteivorsitz zurück und das Wetter. Ein bisschen müssen wir noch durchhalten und dann wird es richtig schön mit viel Sonne. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 14. Januar 2020. Unter der Leitung des Berliner Landeskriminalamtes sind am Dienstagmorgen bundesweit Razzien durchgeführt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, dass es wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Durchsuchungen an 6 Orten in Berlin sowie weiteren Orten in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen gegeben habe. Die Ermittlungen richten sich gegen mehrere tschetschenischstämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu. Und es besteht der Verdacht, dass sie potenzielle Anschlagsziele ausgespäht haben könnten. Wie ist denn der aktuelle Ermittlungsstand? Gab es Festnahmen? Es gab keine Festnahmen. Es gab Durchsuchungen. Es sind mehrere Gegenstände, Hieb- und Stichwaffen, aber insbesondere Datenträger sichergestellt worden. Die müssen ausgewertet werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat bieten uns ja die Möglichkeit, frühzeitig zu ermitteln, auch frühzeitig strafprozessuale Maßnahmen wie etwa Durchsuchungen zu ergreifen. Und dann muss natürlich besonders sorgfältig geguckt werden, ob sich dadurch ein Verdacht eines möglichen Anschlagsplanungen konkretisieren lässt oder eben nicht. Georg Pazderski wird auf dem Landesparteitag am 25. Januar nicht wieder für den Vorsitz der Berliner AfD kandidieren. Das teilte der frühere Bundeswehroffizier den Mitgliedern in einer persönlichen Erklärung mit. Nach 6 Jahren als Landeschef sehe er, dass er sich nicht länger mit vollem Einsatz auf beide Aufgaben als Landes- und Fraktionschef konzentrieren könne. Er folge jetzt dem Motto ganz oder gar nicht. Er wolle aber Chef der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus bleiben, sagte der 68-Jährige. 2021 werde er sich wieder um ein Mandat bewerben. Ob er dann für das Berliner Landesparlament oder für den Bundestag antreten werde, habe er noch nicht entschieden. Eine Präferenz ließ Pazderski aber für die Bundesebene erkennen. Er wolle wieder mehr Außen- und Sicherheitspolitik machen, sagte er. Berliner Start-ups haben auch im vergangenen Jahr bundesweit das meiste Kapital von Investoren eingesammelt. 3,7 Milliarden Euro flossen in junge Digitalunternehmen in der Hauptstadt, wie aus einer Studie der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Das waren 41% mehr als im Vorjahr. Im Bundesländervergleich folgt Bayern an zweiter Stelle mit 1,5 Milliarden Euro. Für Start-ups sind die Geldspritzen oft überlebenswichtig. Die Firmen sind für ihre Expansion auf Investoren angewiesen, da sie in der Regel anfangs keinen Gewinn schreiben. Die Berliner Stadtmission lädt Obdachlose erstmals zu einem Bewerbungstraining mit Profis ein. Ehrenamtliche Fotografen und Bewerbungstrainer wollen ihnen an diesem Mittwoch helfen, Lebensläufe zu schreiben, sich zurechtzumachen und ihre Wünsche und Fähigkeiten zu formulieren, wie eine Sprecherin mitteilte. Sie wisse, dass es viele gäbe, die eine Arbeit finden wollen, doch ohne Bewerbungsunterlagen hätten sie keine Chance, sagte Sozialarbeiterin und Initiatorin Jana Gösche. Das Training ist ab 20.30 Uhr in der Notunterkunft der Berliner Stadtmission am Containerbahnhof in Lichtenberg geplant. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es bedeckt, aber trocken und die Tiefsttemperaturen liegen bei 8 Grad. Der Dienstag beginnt noch mit vielen Wolken und Regen. Ab den Mittagsstunden bricht der Himmel dann auf und es erwartet uns ein richtig schöner Tag mit strahlendem Sonnenschein. Das Quecksilber steigt maximal auf milde 12 Grad. Und der Ausblick verspricht dann auch viel Schönes. Am Donnerstag zeigt sich der Himmel nur leicht bewölkt und am Freitag kann die Sonne dann richtig durchstarten. Zum Start ins Wochenende zieht es sich leider wieder zu, dafür bleibt es aber am Samstag trocken. Die Höchsttemperaturen liegen an allen Tagen bei 8 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.